Marc, für mich seid ihr heute über weite Strecken wie die bessere Mannschaft aus. Es ist ausgeglichen worden. Ja. Ist die Verbitterung groß? Ja, vor allem die Art und Weise ist eigentlich eine Katastrophe, weil wir spielen es gut, wir machen endlich 1-0, belohnen uns für den Aufwand auf dem schwer zu bespielenden Platz und wir haben trotzdem probiert, über weite Strecken Fußball zu spielen, machen es 1-0, haben Chancen zu 2-0, die kann man mal nicht machen, aber dass man dann in der 85. ausgekontert wird bei einer 1-0-Führung, ist halt schuljunghaft. Das ist ganz einfach, das darf überhaupt nicht passieren und deswegen ist auch Verbitterung ziemlich groß jetzt, weil wir wollten das Spiel gewinnen, alles sah gut aus, wir hatten es im Griff. Die hatten meiner Meinung nach keine klaren Chancen und dann machen wir so einen dummen taktischen Fehler und dann machen die halt 1-1 und dann stehen wir jetzt hier mit einem Punkt anstatt mit drei. Also deine Verbitterung ist über den Abwehrfehler größer als über die nicht verwandelten Chancen? Klar, weil als Abwehrspieler, wir sind so stark, wir machen immer ein Tor. Und wenn wir zu 0 spielen, gewinnen wir jedes Spiel in der Liga. Und dann stehen wir bis zur 84, steht es 0-0. Das will ich als Innenverteidiger, das will meine ganze Viererkette, das will die ganze Mannschaft, aber wir besonders. Und dann kassieren wir durch so einen dummen Fehler halt das 1-1 und das kotzt dann halt schon an. Positiv war heute, du hast heute ein Tor geschossen, hast auch einen ziemlich spektakulären oder relativ spektakulären Jubel hingelegt. Kannst du mehr dazu sagen? Ja, nee, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Jubeln. Jetzt habe ich 2 Jahre gar kein Tor geschossen, jetzt jede Woche 3 hintereinander. Ich habe im Training so ein bisschen den Spaß mal gemacht, dass ich eine Radwende mache, aber meiner Meinung nach geht die ein bisschen in der Hose. Also ich habe die schon mal besser gemacht im Training. Und kannst du sagen, wie du das Tor gemacht hast? Ja, ich habe es eigentlich so gemacht, wie es ganz schwer ist als Verteidiger. Ich stehe ein bisschen in der Mitte rum, weiß, der Ball geht rechts und bleibt dann einfach dort. Und ich rufe den Ball ab, der Domi sieht den. Domi Salz sieht es perfekt, spielt den Ball perfekt rein und dann ist für die Abwehr da schwer, nochmal an mich ranzukommen, weil ich einfach diesen Bewegungsvorsprung habe, weil ich da schon stehe und dann muss ich nur noch die 2-3 Meter über die Linie schieben. Das war ein super Ball vom Domi, den spielt auf dem schweren Platz perfekt rein und dann war es keine große Kunst mehr. Ihr habt ja relativ hohe Ansprüche an euch als Mannschaft. Das Unentschieden unterm Strich, bringt das euch weiter? Ja, eigentlich nicht. Also wir wollten heute gewinnen. Wir haben letzte Woche nur unentschieden gespielt nach einer Führung, spielen jetzt wieder nur unentschieden nach einer Führung. Wir wollten gewinnen, wir wollten noch mal gucken, was geht die Saison. Wir wollten dranbleiben, zack, zack, zack. Wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen, aber ja, jetzt ist halt ein Punkt, ist halt eigentlich vor allem auch nach dem Spielverlauf und nach dem Auftritt einfach zu wenig. Nächster Gegner auswärts, Balinger SC. Was wird das für ein Spiel? Ja, das wird schwer, weil die haben auch einen großen Platz. Der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie der Zustand ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er perfekt da liegt. Das wird auch ein Kampfspiel, den Kampf muss man annehmen, vor allem auswärts. Wenn man die Auswärtstabelle anschaut, sind wir nicht so berauschend und das wollen wir ändern. Wir haben da eine lange Busfahrt, wir fahren da, glaube ich, keine Ahnung, von Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, je nachdem, wir fahren da 3 Stunden hin und dann wollen wir da gewinnen. Wir haben jetzt zweimal nur unentschieden geholt, aber jetzt sind wir 3 Punkte fällig, ganz klar, wir gehen da hin und wollen gewinnen.